So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das Feuertanz-Sortiment und da gucken wir uns gleich nach dem Intro mal an, was das süße Sortiment hier beinhaltet. So, das Feuertanz von Keller, das habe ich mir mitbringen lassen von Thomas Philips. Gesamt NEM haben wir hier 167 Gramm. Als Importeur oder Hersteller, wie auch immer, haben wir leider schon Komet. Ah, und das machen wir jetzt mal auf hier. Ist auch sehr günstig, nur man hat schon gesehen, ist vielleicht hier ein bisschen dreckig. Da kann ich drüber hinwegsehen. So, haben wir hier einmal den Vesuv enthalten. Ein Spitzenvulkan mit richtig schönem Silber. So sieht das hier aus. 23 Gramm hat der, krass. 23. Dann haben wir hier die Multi-Effekt-Fontäne. Ähnlich der Chuku-Chuku. Was befindet sich hier noch drin? Auf jeden Fall. Oh! Cool! Die Samba-Fontäne. Kenne ich so gar nicht. Mehrfarbige Sternenfontäne mit Crackling-Effekt. Sehr geil. Gucken, was die so kann. Dann, wow, eine richtig leichte Regenbogenfontäne, die wiegt ja fast gar nichts. Warum auch immer. Die hat auch nur 11 Gramm. Wow, richtig wenig eigentlich. Dann haben wir hier natürlich noch einen Super Etna von der Effektbeschreibung. Leider wie ein Überraschungsvulkan von Weco, die aus dem Leuchtspektakel, wo sie halt überall drin sind. Dann haben wir hier noch eine süße Zauberflöte. Ein richtig dünnes Teil. Gefällt mir aber. 4,5 Gramm. Oh, das ist ja fast nichts. Süß. Ein ultra süßes römisches Licht haben wir hier natürlich auch noch dabei. Das ist sau klein. Und als letztes haben wir hier die Zauberbox. Und ja, da würde ich sagen, Leute, sehen wir uns jetzt draußen beim Test von diesen, ja, relativ gut sortierten Leuchtfeuerwerkssortiment. Bis gleich. Feuertanz von Keller. Alles klar. Da habe ich Automatik. Ja. So, Feuertanz von Keller. Fangen wir mal mit was Lauten an. Und zwar der Zauberflöte. Alter! Heftig! Jetzt die Zauberbox? Ja? Hast du? Zauberbox als nächstes. Genau. Schönes Teil. Jetzt? Super Edna. Genau. Dort haben wir das große Pendant, der auch noch leicht. Jetzt die Regenbogenfontäne. Hier übrigens nur eine Hülse, also totaler Beschiss. Ah, schon ganz schön kurz, ne? Die Multi-Effekt-Fontäne. Ihr habt gehört, Multi-Effekt. Natürlich schön ohrenzerstörend. Aber war ganz nett. Kurz, aber ganz nett. So, auf die freue ich mich irgendwie, obwohl ich nicht weiß, was kommt. Bei der Samba-Fontäne, mehrfarbige Sternfontäne mit Crackling. Mal gucken. Guck mal. So eine Powerbox.
Naja. Das war ja gutes Crackling, was da drin war. So, jetzt das römische Licht aus dem Sortiment. Das ist voll süß klein. Oh, das hat mehr als 5 Schuss, das ist ja geil. Ja? Schön. Sehr schön. Und als letztes den Vesuv. Genau. Ja. Jetzt Vesuv auf dem Moment. Silvesterfeeling, Jungs. Silvesterfeeling. Geil. Leute, unbedingt. Also richtig gute Kaufempfehlung für das Feuertanz und Keller. Für mich mal 4 Euro, also kostet 3 Euro oder 2,99 irgendwie so. Nehmt das mal mit, wenn ihr das seht. Definitiv besser als ein Leuchtspektakel oder ein guter Satz. Das Krachen, ey.